Dein Androidenspion hat sich als sehr nützlich erwiesen, mein Sohn. Danke, Vater. Ist das der sowjetische Wissenschaftler, der da mit den Alliierten spricht? Sir, ich habe eine Zeitmaschine entwickelt. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Wir haben das überprüft, Mr. President. Er sagt die Wahrheit. Naja, die Sowjetunion war am Rande der Niederlage und wir reisten in der Zeit zurück und änderten alles. Was soll das heißen? Nun, wir haben das Raumzeitkontinuum verletzt und damit die Zukunft geändert. Sehen Sie, das Reich der aufgehängten Sonne hätte nie existiert. Nein, wenn wir nicht mit der Zeit gespielt hätten. Mr. President, geht es Ihnen gut? Sagte er, das Reich der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert? Mr. President! Mr. President! Das Reich hätte niemals existiert? Nein! Wenn das Schicksal geändert werden kann, einfach so, wenn die Zukunft verformbar ist, dann gibt es keine göttliche Vorsehung. Das alles bedeutet nichts! Mr. President, bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen. Oh mein Gott, was passiert da? Unser Spion ist nicht mehr. General, Eure Hoheit? Wir fangen gerade eine Reihe von Übertragungen ab zwischen den Alliierten und den Sowjets. Sie sind dabei, eine Streitmacht zusammenzustellen, um uns anzugreifen. Sowjets und Alliierte zusammen? Wir hätten die Sowjets neutralisieren sollen. Genau wie jeden einzelnen alliierten Soldaten. Ich verstehe nicht. Ich hätte auf dich hören sollen, mein Sohn. Meine Zeit ist vorbei. Atsu, ich gebe dir die volle Kontrolle über das Shogunat. Bitte, du musst unser Reich retten, mein Sohn. Ja, Vater. Das ist ja abgefahren. Ja. Ich glaube schon. Die Lage ist sehr, sehr ernst, Commander. Alliierte und sowjetische Truppen haben weite Teile des Hafens von Yokohama besetzt. Sie müssen den Hafen zurückerobern und den Feind vertreiben. Um ihnen zu helfen, bewilligen wir die Nutzung unserer Psi-Kommando Yuriko. Enttäuschen Sie uns bitte nicht, Commander. Okay. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Commander Conquer 3 mit meinem Co-Commander auf Jagd. Hallo. Die Alliierten haben sich überraschend mit den Sowjets verbündet, um uns zu überwältigen. Sie greifen bereits an. Ihre Befehle sind eigentlich ganz einfach. Erobern Sie unsere belagerten militärischen Vorposten zurück. Die alliierten Relaisstationen müssen zerstört werden. Ja, ich weiß nicht, ist noch nicht fertig. Jetzt vielleicht? Sie ist fertig. Wunderbar. Leicht ja, noch mal Mittel oder... Also wie gesagt, es war halt in den letzten Folgen super schwer auf Mittel. Dann lass mal auf Leicht okay. spielen, das wird schon. Aber wie... Genau. Ja, auf Bereit klicken, ne? Alles wie immer. Aber kein Witz, ich glaube noch nie in einem Command in Conquer hat jemand freiwillig seine Machtposition abgegeben. Nee, und es ist auch noch nie ein Präsident explodiert. Nee, so direkt nicht. Ja, das stimmt eigentlich. Noch nie war ein Präsident so unwichtig wie der. Wahrscheinlich wird das jetzt wieder ein Spaziergang, aber gut. Egal. Die ersten 10 Meter. Das ist echt manchmal wirklich, also der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen merkwürdig. Also, wir schicken kleine Schulmädchen gegen... diese kleinen Schulmädchen Panzer. Drehen total durch. Commander, die Alliierten kontrollieren Moment, den Hafen und die Belagerung. Ich hier, ist hier vom Alleine-Spielen noch ein bisschen dolle laut, glaube ich. Ne, geht. Klingt für mich gut. Fertig. Aber ich meine, ich habe ja auch mein eigenes Soundsetex. Darauf steht kurz bevor. Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist. Beeilen Sie sich! Die ist nämlich ganz schön gut eigentlich. Zack, ist der Panzer weg. Sind das Roboter oder was ist das? Nee, das sind. Das sind rachsüchtige Überlebende eines geheimen paramilitärischen Telekinese-Programms.
Also ein... Ja. Geht ganz gut. Sie hat mich gerade gefragt, ob schon Pause ist. Also doch, japanische Schulmädchen. Wo sind denn alle? Ich habe mich entschieden. Kommt ein Panzer geflogen. Ist das von Bedeutung? Hat sie gefragt. Ich weiß es nicht. Können wir, oh, wir sind hier falsch übrigens. Weißt du, kaum übernimmst du hier die Führung, Ruhe, verlaufen wir uns gleich. Lass mal die fragen, wo es hingeht. Das? Oh, warte mal, hier können wir vielleicht diese Psy-Entladung machen, oder? Ist das... ja. Ich habe meine schon gemacht, also ich kann meine nicht mehr machen. Das ist ganz schön gut gegen Infanterie. Die sind gerade da hinten irgendwo gelandet. Wir müssen da runter. Oh. Haha, denn ich bin von Anfang an richtig gegangen, natürlich. Als ich vorne weggegangen bin. Da kommt was Rotes. Sind die gefährlich? Ach nee, das sind unsere, ne? Also noch nicht, aber jetzt gleich. Jetzt? Oh, doch, okay. Wir können die schon nehmen, so. Geht auf jeden Fall gut ab. Also das scheint wieder jetzt wieder der einfache Part zu sein. Ist schon Pause? Die kleinen Mädels, was haben wir jetzt bekommen? Samurai Kämpfer. Die sterben immer sofort, die sind doof. Ja. Ja, bei dir sterben sie. Was sollen wir denn? Sie hat mir gerade gesagt, dass sie Yuriko ja, heißt. Ja, Yuriko Omega. Ich muss sagen, das kam überraschend. Ich finde das blöd, so viele unterschiedliche Einheiten zu haben, weil es ist total schwierig, die alle vernünftig zu steuern. Ich mach das auf die klassische Art. Ich habe alle markiert und schick's mal aufs gleiche Ziel. Jetzt kommt gleich der behinderte Part, wo wir die Basis wieder aufbauen müssen und die werden uns wieder mit Schiffen angreifen. Ja, das könnte passieren. Ich mach hier oben mal gerade klar Schiff. Ach, eine Einheit wird angegriffen. Zack, das da haben wir eine bewerten. Base. Also ich habe eine. Naja, ich bin glaube ich noch dabei, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich könnte jetzt Shogun-Schlachtschiffe bauen oder auch einfach noch einen Moment warten. Ich glaube meine Yuriko ist gestorben. Nein, ich habe gerade mein... Nein! Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt und meine Superwaffe verkauft. Verdammt! Super nice. Superwaffe verkauft? Ja. Super nice. Ich helfe dir mal ein bisschen, du kannst das ja alleine nicht. Meine Damen und Herren, Electric Biscuit ist zu stark, um eine Superwaffe zu benutzen. Ja, das wäre viel zu einfach dann. Da wollte ich... Oh, was ist hier denn los? Hallo. Keine Ahnung. Fest für... Fußsoldaten? Ja, meine Madame kommt hier nicht durch. Ich wollte hier mal so ein bisschen rumschreien. So. Ah. Wo das fetzt. Okay. Also entweder hat sie gesagt, ihr Geist ist schwach, ihr Geist ist wach. Oder nee, schwach ich weiß ist er auch nicht. Was weinen die denn da so rum? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Sterben doch schmerzhafter als gedacht. Ja, man weiß es nicht. Noch eine Basis? Achso, ja. Also das habe ich jetzt hier. Ja, geil. Das ist deine. Danke. Ja, also ich hätte gerne einfach meine Superwaffe wieder. Ich habe jetzt gerade keine dabei, aber das ist ja nicht so schlimm. Die Verstärkung ist unterwegs, Commander.
Sie müssen die Stützpunkte halten, solange bis sie eintrifft. Ja, dann könnte man mal direkt die ganzen Gebäude hier reparieren, die alle total kaputt sind. Kein Witz, ne? So oft, wie ich in Command & Conquer auf Verstärkung gewartet habe. Irgendwie besteht dieses Spiel auf jeden Fall aus nichts anderem. Habe ich das Gefühl. Also, auf jeden Fall in den letzten paar... Ja, und... Ja. Wie die einfach gerade meinen Sammler zerstört haben. Die reißen hier gerade alles ab. Aber, ja. Ich weiß. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dagegen tun soll. Rocket Angel, das klingt gefährlich und kostet wahrscheinlich viel. Ich weiß nicht mal, wo meine Einheiten sind und warum die sich hier einfach zerstören lassen. Ich bin gerade ein bisschen auch hier aufgeschmissen, weil irgendwie man kann auch nichts bauen, ne? Ich habe gerade so Rocket Angel gebaut, aber das war's auch. Also ich meine, Gebäude und sowas kannst du alles nicht bauen. Nee, nur Einheiten. Na, ich baue einfach mal so ein bisschen wild durch die Gegend hier. Wir müssten... Ey, die haben gerade irgendwie alle meine ganzen Kraftwerke zerstört. Das ist gerade irgendwie alles ein bisschen ungünstig. Du kannst mit deiner Psychotante auch übers Wasser fliegen, ne? Ja, um den Flugzeugträger kaputt zu machen. Achso, ja. Dann will ich das. Also ich hab mir den hier jetzt geschnappt. Ich versuche jetzt mal noch schnell diese Landungsboote hier zu... Oh. Der Flugzeugträger schlägt zurück hier. Zack. Irgendwo ist hier noch ein Flugzeugträger. Ach, da. Ah, den hast du ja schon. Okay. Ja, der ist kein Problem. Können wir da nicht einfach rübergehen und alles zerstören? Sie ist doch super stark. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sollen... Ey, gerade hat ein Delfin meine... Das ist doch zum Kotzen. Ich glaube, wir sollten einfach nur gucken, dass die Zeit abläuft und dann... Ja, natürlich, aber ich meine. Zerstören müssen wir das Ganze sowieso noch. Man kann ja auch. Ja, und außerdem. Also, ich meine nur, wir können das Ganze ja jetzt auch schon zerstören. Ja, wir können es ja theoretisch. Na komm, dann lass uns doch rüberfliegen. Ich meine, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich meine, die ist ja anscheinend super stark. Zerstört der Turm sie instant? Sind wir dann sofort. Ich habe schon wieder einen Sammler verloren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da gerade nicht so die Vorteile. Ja, ich glaube, wir sollten uns einfach noch kurz verteidigen und dann... Ich habe ganz viele von diesen Rocket Angels. Sind das sowas wie die Höllenengels? Die kann ich gar nicht bauen. Ich habe da kein Dings mehr für. Was hast du denn? Normale Fahrzeuge bauen. Achso, okay, ja, ich kann nur die Dingseinheiten halt bauen. So teilen sich unsere Fähigkeiten auf, mehr oder weniger. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da ist sie. Ah, tun sie wirklich. Sie werden leiden, sagte sie, hob das Boot in die Höhe und zerstört es per Zykraft. Wo ist denn da? Das ist mein Boot. Sag mal, was ist dieses Nano-Schwarm-Gedöns? Achso, das ist deine Superwaffe, glaube ich. Ja. Die du verkauft hast. Okay. So, die Zeit ist gleich abgelaufen. Dann kriegen wir wieder unsere 2-3 Boote. Hier stehen gar keine Türen mit denen auf. Die Auffahrt hier habe ich gar nicht gesehen eben. Oh, Alter! Die ist ja mal kaum overpowered, oder? Ja, hier in der Kampagne scheint sie schon so ein bisschen hart zu Weil, sein. Weil ich meine, die Gebäude, die fallen ja einfach so auseinander.
Verstärkung ist da. Gute Arbeit. Schon kommt beruhigende Musik und wir haben es geschafft. Den ersten Teil. Ich habe einen Dojok hören. Ich habe so komische Fliegdinger. Nein, nimm deine Dings.